Hallihallo. Wo sind wir hier? Neverwinter Nights. Und angestachelt durch D&D Online. Das ist meine Stufe 18 Paladin und ich bin hier reingegangen, ich habe erstmal überhaupt keinen Plan mehr. Überhaupt nicht. Zum Glück blinken an allen Ecken und Enden die Menüs. Und ich kriege Hinweise darauf, dass was zu tun ist. Aber ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, was die ganzen Einstellungen, Möglichkeiten, Items und so weiter alles angeht. Das weiß ich noch ein wenig, dass ich hier ja meine Berufs Fuzis rausschicken kann und sie leveln kann, skillen kann dadurch und sie mir auch noch dadurch Materialien besorgen, die ich brauche für die notwendigen Berufe, die jeweiligen Berufe. Und ja, das war's auch. Kampftechnisch müsste es klappen, sobald es eigentlich dann in den Kampf geht. Ich werde jetzt erstmal mit Ratsmitglied Graves sprechen. Und ja, muss ihn erstmal finden. Ich habe ja zum Glück die Anzeige. Zumindest so der Plan. Wo ist er? Ah, da ist er auch noch. Ich gehe zu irgendeinem Questgeber. Ja, Feldwebel Nox ist immer gut. Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Die Seherin. Sprecht mit Sibylla in den Gewölben unter dem Tempel von Tyr. Das machen wir doch. So. Dann gehen wir erstmal auf die Quest. Ja, die Seherin hat eine gute Stufe. Wobei, die Torheit des Magiers. Sucht Tualo den Schlauen, findet mehr Berasat heraus. Gebt euch zu Tualo und versucht mehr Berasat in Erfahrung zu bringen. So, die verfolgen wir mal. Schwingen uns auf unseren elektrischen Panther. Elektropanther. Sieht aus wie ein normaler Panther, aber er hat irgendwie in seinem Porträt sieht er ein bisschen anders aus. Der Fiedlergasse. Ja, und Neverwinter ist auch ein wunderbares Spiel, Neverwinter Online. Free to play auf dem PC oder auf der PS4. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, ich spiele es immer wieder mal. Hab's aber. Ja, es hat. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, seit ich damit angefangen habe, aber. Ich habe immer nur in Intervallen dann gespielt. So, jetzt muss ich erstmal wieder in den Kampf und so weiter reinkommen. Das fängt gut an. Ich habe erstmal überhaupt keinen Plan mehr, was ich da tue. Ich habe jetzt zwar die Kräfte angeguckt, aber ich muss das irgendwie ja, mitten im Kampf machen, in der Praxis. Sonst bringt das alles nichts. So, was haben wir denn alles? Ah ja, stimmt, genau. Ein Kill mit der Fähigkeit führt dazu, dass eine Seelenmarionette heraufbeschworen wird. Ja, und atmosphärisch ist halt Neverwinter Nights halt ziemlich geil. Und es hat halt immer auch diesen D&D-Flavor, natürlich. Das ist alles dasselbe Universum quasi. Und gibt ja auch viele Bezüge zu den alten D&Ds und zu Icewind Dale und dergleichen. Es gibt sehr viele Quests, also sowohl Quests, die direkt vom Studio stammen, vom Entwickler, sowie auch Quests, die dann ja, direkt von Spielern stammen. Und ja, das macht halt natürlich viel aus. Da könnt ihr sehr, sehr viel machen.
Gegenstand erhalten. Schatzlader des Händlerprinzen. So, ich check jetzt kurz nochmal die Kräfte aus. Damit ich nochmal weiß, was ich da genau tue. Genau, ein Schwarm etc. Gewährt 5% Schadensresistenz. Genau, Gegner, die uns angreifen, genau, die greifen sie direkt an. Genau, ein weiteres Wirken wird die Kraft zur Explosion bringen, wobei sie in einem kleinen Bereich um euch herum Schaden verursachen. Das haben wir auch schon gesehen wieder. Ich muss mich da mal wieder nur erinnern. Genau, das ist ein Leiden. 13 Sekunden Abklingzeit. Genau, das war das. Unheimlicher Stoß. Ihr versenkt das Ziel mit einem unheimlichen Flammenstoß. Beim dritten Wirken erleiden auch alle Gegner im Umkreis eures Hauptziels Schaden. Genau, Flammenstoß. Dunkle Spiralaura. Ich würde gerne eigentlich noch ein bisschen kämpfen. Und das ist schon krass, finde ich. Neverwinter ist ziemlich umfangreich. Ihr könnt sehr, sehr viel machen. Ihr könnt viel, viel Zeit reinstecken. Es ist liebevoll gestaltet. Und ja, es ist kostenlos. Es ist free to play. Und jetzt nur mal aus der Sicht halt eines PvE-Spielers ist das so, dass ich einfach denke, das ist göttlich. Also ihr müsst nichts zahlen und könnt halt wirklich sehr, sehr viel spielen. Viele, viele Inhalte und werdet gerade jetzt, finde ich, so in der Herbst-Winterzeit ist das eigentlich Deluxe, so ein Spiel. Gut unterhalten auch. Und das macht einfach Spaß. Und ja, einfach dann mit Freunden zusammenspielen, Bekannten. Entweder auf der PS4 oder auf dem PC. Meines Wissens nach gibt es kein Crossplay. Aber ja, wir sind Free-to-Play, also warum aufhalten lassen? Ich habe es ursprünglich mal auf dem PC gespielt. Und ja. War jetzt auch nicht so der Akt dann für mich mal auf den PC umzusteigen. Es spielt sich sogar sehr gut mit dem Pad. Einzig und allein vielleicht so die ganzen Menüführung Co. Das ist ein bisschen schräger. Oder unkomfortabler, aber selbst das ist noch machbar. Final Fantasy XIV hat es vorgemacht. Man kann das gut umsetzen. Für ein umfangreiches MMORPG also. Schaut einfach rein. Neverwinter Nights. So, kurz nochmal Erinnerung. Tödliche Flammen, genau. Infernale Kugeln, genau. Das ist der Schwarm. Genau, Schreckensdiebstahl. Ich habe auch gerade was gehört. Ah, ich habe kein Gewölbekunde-Paket mehr. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Check mal kurz das Inventar. Betonung auf kurz. Genau, ich habe Arcana-Pakete, eine schwäche Schriftrolle in die Identifikation. Genau. Oh, viel Zeug. Geschenktes Djinn. Das waren, glaube ich, Questbelohnungen. Schatzlader des Händlerprinzen. Tamaluna Handelsbarren. Und sie kann einen der folgenden Gegenstände halten. Legendäres Tyrannosaurus-Paket. Schlachttyrannosaurus Reittier oder Zahmer Velociraptor, Gefährte oder einer der folgenden Gegenstände. Vermutlich einer der folgenden Gegenstände. Ja, dann öffnen wir das Ding mal. Was? Ihr habt keinen Schlüssel? Ja.
Genau, es war Free-to-Play, muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Ja, nichtsdestotrotz, also diverse Schlüssel habe ich schon auch so bekommen und ich habe jetzt nicht wirklich super viel gespielt. Hier zum Beispiel diesen epischen Gewölbekistenschlüssel. Und ich meine auch, es gibt noch andere Wege noch an diverse Schlüssel zu kommen. Deswegen machen wir erstmal einfach weiter. Meister, vielleicht solltet ihr Kuatons Warnung befolgen. Rasat bereitet mir ebenfalls Sorgen. Lucian Pancrates. Ich habe Lucian Pancakes gelesen. Englisch für Pfannkuchen. So, durchsuchen wir mal weiter. Stimmt, ich habe zwei Dinge nämlich. Das eine sind die Spiralen. Diese lila Dinger. Und das andere sind B-Dinger. Genau, die kann ich so rauspacken. Oh yes. Es sind nicht super viele Kräfte, die sie hat, aber ich muss trotzdem erst wieder durchsteigen und vor allem, wenn man ins Menü geht, da sieht man dann auch wieder unendlich viele Untermenüs und Möglichkeiten. Da muss man sich auch erstmal wieder erinnern, vor allem wenn man viel MMORPG spielt, durcheinander spielt. Ah, da ist er. Da kann man leicht durcheinander kommen. Sei gedankt für die Hilfe, ich. Wenn es mal bei euch am Speicher so aussieht, wisst ihr Bescheid. Direkt umziehen. So. Tägliche Kraft habe ich auch noch. Ah, genau, jetzt hat es gewirkt. Ja, ist leider tot. Tualo, der Schlaue. Transmogrifikationen der Zauberpest. Ja, ich glaube, das war da nicht so gut, mit dem Buch zu arbeiten. So, Lucian, das Ritualbuch zeigen. Nochmal Kräftecheck. So langsam blicke ich es wieder. Genau. Feuer dieser, dann Feuer Ziel, etc. etc. Wenn er die Kraft wird, wann werden die wieder aufgebaut? Ah, genau, jedes Mal, wenn ein verfluchtes Ziel getötet wird. So, jetzt habe ich hier eine Klassenmechanik nämlich noch. Hier, Hexenmeisterfluch habe ich nämlich noch gar nicht gescheit eingesetzt. Ich muss mehr Ihr kämpfen. habt es geschafft. Das Portal ist geschlossen. Genau, die Quest tue ich jetzt erstmal überwiegend durchklicken. Damit ich einfach wieder erstmal durchs Kämpfen wieder reinkomme. Viele Kämpfe machen. Praxis Salomon. Salomon. Ja. Durch den Wind. Ja, es ist Vormittag noch. Ich habe heute Spätschicht. Ich habe natürlich meine Kaffeetasse verschüttet. Zum Glück nicht über meine Tastatur. Ich habe meine alte Logitech G11 wieder aus dem Keller rausgekramt, weil ich zu wenig Makros auf meiner aktuellsten Tastatur hatte und hatte wieder Bock drauf, musste sie aber, habe sie erstmal auseinandergebaut, habe sie komplett gereinigt. Das war ein Akt, das wäre natürlich super geil gewesen, da jetzt nochmal Kaffee drüber zu schütten. Ah, stimmt, eine Bank gibt es ja auch noch. Ich erinnere mich. Ja, wozu? Das verwirrt mich immer. Ich denke immer, es ist eine Quest, aber es ist nicht immer eine Quest. Und aber wunderschön halt einfach. Neverwinter Nights hier. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die Kamera reinzoomen. Ah ja, genau, kann man.
ich gerade sagen. Ich weiß nicht mal, ob man die Kamera rein oder rauszoomen kann noch. Leider gibt es keine Ego-Perspektive. Bin mir nicht sicher, ob das am PC noch so war. Also auch so war. So, machen wir es mal ganz klein. Das ist halt wunderbar, fantastisch gemacht halt. Ich mag die Atmosphäre. Ist halt... da rast dann einfach so eine fette Schnecke vorbei. Aber das ist halt einfach wunderschön. Und ja, Playerbase technisch, also... es war damals schon so, es ist immer noch so. Ich habe das Gefühl, dass da immer noch was geht. Da sind immer Leute unterwegs. Also einsam wird es hier nicht. Das sieht man, merkt man jetzt auch hier am Geruckel. Das ist gerade in diesen dicht besiedelten Zonen ist das so. Aber ja, es ist halt schön. Also das Spiel selbst lebt. Und da dürftet ihr auch immer jemanden finden, mit dem ihr zusammen spielen könnt. So, Feldbibel. Das ist schlecht. Wenn das Gedächtnis des Schülers stimmt, dann hat Rizard das. So, Pestausbruch. Kapuze der Wut. Linkwetter muss davon erfahren. Er ist in Beggars Nest, um einen Unterschlupf der Todesrand auszuheben. Sucht nach ihm und berichtet von diesen Neuigkeiten. Alright. Bei Ilmer des Tränen hoffe ich, dass ich falsch liege. Die beiden haben schon genug. So, ich werde es jetzt noch ausrüsten mit dem neuesten Shit. Das ist hier. Bus auf der Packklinge. Ja, ist halt plus 77 Crit-Wert, aber plus 13 Schaden, 36 Kraft, plus 90 Regeneration. Wird auch empfohlen. Gegenstandsstufe ist auch höher. Packen wir rein. So, Waffe Fernkampf, wachsamer Waldläufer. Ich habe auch zwei andere Klassen erstellt. Ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Ich glaube, das waren jeweils Nahkämpfer. 15% Rabatt auf beliebigen Gefährten. Einfacher Gutschein für Feenanhänger. Um 390 Feenanhänger für eure Gilde zu halten. Ich habe keine Gilde. So, okay. Schutz der Bewährungs... Was? Schutz der Bewahrung Paket. Haben wir bei der Übersetzung mal einen Bindestrich reinpacken können? Ich bin kleinlich, ich weiß. Ein 5er-Pack mit Schützen der Bewahrung, die mit dem Verlust. Es gibt halt so viel Materialien, so viel Zeugs. Das ist erst recht schwierig, da wieder durchzublicken, wobei mit den Runensteinen geht's. Die sind zum Aufwerten, Verzaubern der Gegenstände, also zum Sockeln. Aber es gibt halt so viel Zeug noch zusätzlich. Abgesehen von den gebundenen kleinen Partyknallern. Ertragbarer Altar, das vergesse ich auch. Immer wieder, wenn ich dann wieder gerade mal wieder spiele. Das ganze Zeug hier, Vermögen, schaut mal die unterschiedlichen Währungen an, wer blickt denn da durch? Andere Währungen, gibt es auch noch Spezialwährungen zu den ohnehin schon vielfältigen Währungen. Ja, genau, Berufsressourcen, ich kann eigentlich jetzt hier noch zwei eigentlich auch noch durch die Gegend schicken. Ich war mir, glaube ich, nur unklar noch, für welche Berufe. Und als Gefährten könnte ich eigentlich als nächstes den Zauberer mitnehmen. Das mache ich im nächsten Video. Ja, und Neverwinter Nights, das ist einfach mal wieder einfach gedaddelt. Quasi, ihr könnt das sehen als so eine Reihe wie, habt ihr schon lange nicht mehr gespielt oder so. Ne? Habt ihr schon lange nicht mehr gespielt, es tut mir leid. Ihr kennt das, ihr spielt auf Platte, auf PC, auf eurer PS4, auf eurer Xbox, die ihr ewig nicht mehr gespielt habt. Und ja, das ist so eins, wird immer wieder passieren, kennt ihr auch schon aus der Vergangenheit, dass ich dann einfach auch wieder mich packt es und dann spiele ich wieder auch ein bisschen... ein paar ältere Spiele, die ich noch habe. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, gebt mir Bescheid. Ich bin draußen wie Dixie Klo und wir sehen uns das nächste Mal. See ya.